Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über Gesichtspflege, vor allem bei einer Haut wie meiner. Und zwar habe ich eine Haut mit relativ großen Poren und eher fettig. Was bei so einer Gesichtsreinigung wichtig ist, ist halt erstmal ein Gel, damit man das Gröbste erstmal runterkriegt, was nicht wasserlöslich ist, wie körpereigene Öle, Fette und halt Teig. Also normalerweise benutze ich das Avène Clearance, das ist dieses blaue, wo man drauf drückt und dann kommt da was raus. Aber momentan benutze ich Thermopure von Eucerin. Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren, weil ich nicht so komplett zufrieden war. Wichtig ist vorher erstmal mit lauwarmem Wasser vorreinigen und dass die Haut halt befeuchtet ist. Das mache ich mal schnell. So, jetzt nehmen wir ein bisschen von der Reinigung. Jetzt ist es zu viel gewesen. Und ganz wichtig ist, kreisende Bewegung von innen nach außen. Man will sich ja keine Falten drücken. So habe ich das zumindest gelernt. Schön einmassieren, nicht zu fest drücken. Man will ja schließlich nur die Poren ein bisschen öffnen und die Haut reinigen und nicht irgendwie stressen. Es gibt theoretisch noch so Bürsten, die man benutzen kann, um dann nochmal intensiver die Mitesser rauszuholen. Habe ich im Moment jetzt nicht so schlimm, deswegen mache ich das nicht, weil ich auch denke, dass das die Haut ein bisschen zu viel stresst, wenn man das auf lange Zeit macht. Ja, bei mir ist hauptsächlich die Nase, die befallen ist von Mitessern. Oder war, ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. So, wenn wir das gemacht haben, heißt es wieder mit lauwarmem Wasser abspülen. Manche machen es auch gerne, dass sie erstmal mit so einem Wattepad das runterholen und dann mit lauwarmem Wasser abspülen. Das mache ich jetzt mal schnell. Nächsten wichtigen Schritt ist das Nachreinigen mit einem Micellenwasser. Ich benutze dieses hier. Das ist von Medipharma. Das kann man in Apotheken kaufen. Das benutzt man halt eigentlich, um nochmal so die letzten Reste aus den Poren mit rauszuziehen. Das hier ist jetzt noch desinfizierend und mit Hyaluron, also nochmal befeuchtend. Weil ich habe das Problem, wenn ich reinige, ist es halt immer sehr trocken. Mich schaut, lässt grüßen. Kennen vielleicht einige. Das heißt, wir machen jetzt einen Tupfer hier aufs, in dem Fall jetzt Toilettenpapier, weil ich woanders zu Besuch bin und ich habe meine Wattepads vergessen. Und wieder wie beim Reinigen von der Mitte nach außen einmal schön die Augen aussparen und damit kriegt man halt schön nochmal den Rest raus. Man merkt schon, wie die Haut atmet, ist nicht mehr so gestresst. Ja. Und als nächstes die Tagespflege, die nämlich momentan Vichy Norbaderm, ist halt feuchtigkeitsspendend, ist auch antibakteriell gegen Mitesser und Pickel. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, dass sich meine Haut entzündet, deswegen nehmen wir ein bisschen, jetzt kommt gerade nichts raus, so, verreiben das ordentlich und tragen das auf. Wenn das Hautbild schön ist, fühlt man sich persönlich auch besser. Zumindest ist das bei mir so. Und ja, ich habe auch noch manchmal im Sommer so ein Spray von Lirac. Das ist auch nochmal feuchtigkeitsspendend. Ist total schön, erfrischend dann, ne? Riecht total angenehm. Aber ist jetzt halt nichts, wenn ich jetzt sage, es ist kalt und im Moment benutze ich das halt nicht. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solcher Pflegetipps möchtet oder noch möchtet, dass ich richtig was zur normalen Mischhaut, fettigen Haut, trockenen Haut sage, dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn es euch sehr gefallen hat, abonniert mich, würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen, ciao!